Wir im Ersten. Wir das Erste. Ich. Demut, Ehrlichkeit, Bescheidenheit. Das sind Werte, die in der heutigen Zeit leider etwas aus der Mode zu kommen scheinen. Gerade wir älteren Menschen sind da oft zu gutgläubig. Was haben Sie persönlich mit Ihrer ersten Million gemacht? Eigentlich schnell ausgegeben, weil zwei Tage später kam mir die zweite. Vor 40 Jahren, da begrüßte Sie an dieser Stelle Günter Gauss. Dann folgte für 20 Jahre Franz Halt. Und heute stehe ich hier. Das zeigt, der kritische Journalismus in Deutschland ist auf einem guten Weg. Da rief mich der ARD-Programmdirektor an und sagte, es gibt jetzt eine große Aktion, Du bist Deutschland. Da machen alle Verlage und das erste deutsche Fernsehen. Er fände es schön, wenn ich auch mitmache. Und da höre ich raus, als einer, der alle drei Teile des Paten auf DVD hat. Ja. Das ist ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Schon war ich Freiwilliger. Woher kommt eigentlich Ihre Begeisterung für die Oper? Die ARD hat mich dazu verpflichtet. Das ist alles? Nein, ich war natürlich schon als Schüler, kannst du sagen, wahnsinnig Opern verrückt. Ah. Und bin oft in die Oper gegangen. Bitte? Jetzt verstummt das Gespräch. Überhaupt nicht. Ja, dein Anteil ist bisher ein bisschen wenig, muss er da ganz ehrlich sagen. Ja. Ich steck eine Mörderkohle hier ein da und sagt nichts. Ja? Ich habe gerade vorhin, bevor er ein paar dürre Worte gesagt hat, ein schönes Kompliment von Karl Lagerfeld bekommen, der zu mir gesagt hat, Sie wirken so, als ob Sie überhaupt nicht dazugehören. Das machen Sie gut. Ja, ja. Manche sagen so, manche sagen so. Fühlst du dich? Ich fühle mich älter eigentlich. Schon? Ja. Ja? Es gibt, ich habe mal so einen Satz gelesen, dass jeder Mensch irgendwo Zeit seines Lebens dasselbe innere Alter hat. Mhm. Ja? Und egal, ob er jung ist oder alt. Und mein Alter ist, glaube ich, immer schon Mitte 50 gewesen. Wann war Ihre letzte richtige Geburtstagsfete? Kann ich mich nicht mehr erinnern. Lange, lange her. Vor 15, 18 Jahren? Ja. So ein geselliger Abend. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Harald, gestatte auch mir, an diesem Jubeltage, an dem du ins zweite Lebensdrittel oder wie John Goodman in Big Lebowski es nennt, ins Reich des Schmerzes eintauchst, in dem ich ja schon etwas länger verweile, einige aufmunternde Worte. Wie sagt Schiller, in Erwartung und Erfüllung, in den Ozean schifft mit 1000 Masten der Jüngling, still auf gerettetem Boot, treibt in den Hafen der Greis. Wir wollen nicht wahrhaben, dass wir alt werden, aber das ist nicht alles. Cicero weiß, das Beklagenswerte am Alter erscheint mir, dass man spürt, wie sehr man in diesem Lebensabschnitt den jungen Leuten verhasst ist. Natürlich ist in den Augen junger Menschen ein 50. Geburtstag wie eine Beerdigung, bei der der Betrauerte noch ein bisschen lebt. Und was ist denn so großartig an der Jugend? Zugegeben, sie können sich die ganze Nacht um die Ohren schlagen, von der Fähigkeit zum Sex mal abgesehen, was ja auf dasselbe hinausläuft. Aber wir haben doch etwas, was sie nicht haben. Wir haben unsere Erinnerungen, wie Jean-Paul sagt, das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Und wer von uns Älteren wollte denn heute ernsthaft noch flüchtige Abenteuer, von den gesundheitlichen Aspekten mal abgesehen? Und dann sagst du mir, und dann sag ich dir, liebe, liebe mich, liebe mich.
Wir wissen, dass man einen Menschen nicht einfach benutzen und wegwerfen darf. Vorher muss man ihn aufrichtig lieben. Keiner von uns hat doch gewusst, was Liebe ist, bevor er geheiratet hat. Und dann war es zu spät. So viel zur ethischen Überlegenheit des Alters. Aber auch beruflich nehmen wir es locker mit jedem Jungen auf. Stradivari baute mit 70 die besten Geigen. Goethe vollendete den Faust mit 80, ebenso wie Verdi den Falstaff. Und Jopi Heesters sagt mit 103 immer: Ich würde gerne noch bleiben, aber meine Frau muss ins Bett. Lassen Sie mich schließen mit einem Wort des unvergleichlichen und unvergesslichen Robert Gernhardt, der in seinem Sechszeiler Stufen uns Älteren ein bisschen Mut macht. Die Jugendzeit mit ihren Ängsten, wer hat den längsten? Die Reifezeit mit ihrem Wissen, kein Mann muss müssen. Das Abendrot mit seinem Winken, eins läuft noch, trinken. Frauen sind heute im Vormarsch, überall. Wer sind sie? Weiblichkeit siegt in jedem Fall. Ganz nach vorn kommt man als Mann nicht mehr. Gnädige Frau! Sind sie nicht? Fernsehen braucht Frauenpower. Also der Mann, ehrlich gesagt, war mir schon manchmal ein bisschen unheimlich. Denn schauen Sie, er ist nicht nur Showmaster, er ist auch Kabarettist. Und zwar alles ineinander, miteinander und alles zur gleichen Zeit. Ich bin letzten Endes Conferencier. Im klassischen alten Sinne. Selbstverständlich. Mhm. Eine kleine Bühne, vielleicht ein Mikrofon, brauche ich nicht unbedingt. Mhm. Und ein paar Leute, die ihr sehen wollt. Das ist letzten Endes mein Beruf. Ich habe jetzt momentan das Glück, dass es im Fernsehen übertragen wird und dass es sich plus minus eine Million pro Abend anguckt. Aber mein Beruf an sich funktioniert auch im Speisewagen oder im Hinterzimmer von Pension Rosi. Mhm. Ironie kommt nicht an in der Fernsehunterhaltung, hat man lange gesagt. Und das ist nur eine der Regeln, die er regelmäßig widerlegt. Was glaubst du, sind unsere Gemeinsamkeiten? Brustwarzen. Und vielleicht der Geruch des Kinderzimmers. Ja, ich wünschte, ich hätte eins gehabt. Er ist für mich einer der cleversten, der begabtesten, der spontansten und der professionellsten Entertainer unserer Zeit. Wenn du sagst, der Begriff Conferencier, dann klingt das so nach 50er, 60er Jahre des Fernsehens. Ja. Wer war derjenige, der dich damals am meisten geprägt hat? Rudi Carrell. Warum? Ich fand ihn absolut am lustigsten. Ja. Und das war immer das, wo man richtig lachen konnte als Kind. Es war auch dieser Dialekt, den man schon relativ früh imitieren konnte. Und später war das dann auch, muss ich sagen, Gottschalk. Mhm. Vielen Dank. Nett hier heute Abend. Männer sind heute nicht mehr in. Doch wenn ein Mann sich anstrengt, ist er immer mitten. Immer mitten, immer mitten drin. Thank you.
Jetzt versuchen Sie mal zu definieren, worin Sie Ihre Kreativität oder Ihre stärkste Kreativität sehen. Was ist da, wo Harald Schmidt sagt, da bin ich nun wirklich bemerkenswert kreativ? Ich glaube, dass ich über eine gewisse Schlagfertigkeit verfüge. Und ich denke, dass ich die Fähigkeit habe, einen völlig alltäglichen Vorgang, den jeder schon mal erlebt hat, knapp und leicht vergröbert und überhöht so zu schildern, dass er vom Publikum als witzig empfunden wird. Lieber Harald, was du gehört hast, war die Tritt-Stratsch-Polka von Johann Strauss. Tritt-Stratsch, das ist österreichisch. In Deutschland würde man sagen, Geschwätz. Im Schwäbischen würde man sagen, mir schwätzet gern. Und was verbindet uns beide mehr als das? Alles Gute zum Geburtstag. Zur Person Harald Schmidt. Geboren am 18. August 1957 in Neu-Ulm. Aufgewachsen in der schwäbischen Kleinstadt Nürtingen, ein betont katholisches Elternhaus, der Vater ein Verwaltungsangestellter, die Mutter Kindergärtnerin. Sind Sie Ihren Eltern oft auf die Nerven gegangen mit dem, was Sie eben als Ihre Kreativität beschrieben haben, mit Ihrem Darstellungstrieb, oder war überwiegend da ein Stolz vorhanden der Eltern auf den außergewöhnlichen Sohn? Ich glaube, es war das Zweite. Außergewöhnlich weiß ich nicht, aber es war sehr unterhaltsam an den Familiennachmittagen. Ja. Also wir haben ja in einer kleinen Wohnung gewohnt, wir hatten auch noch die Großmutter bei uns wohnen. Und es war so, dass ich erst habe ich sehr viel Priester gespielt. Also Badetuch umgehängt, gepredigt, Obladen verteilt als Hostien. Und später habe ich dann angefangen, so bei Kaffeerunden die Nachbarn nachzumachen, die Lehrer zu imitieren. Ich habe eigentlich 2 Stunden geredet bei solchen Kaffeenachmittagen. Im Grunde habe nur ich geredet und alle anderen haben zugehört und gelacht. Also es war so ein Darstellungszwang. Auf der Schwäbischen Eisenbahn gibt's gar viele Haltstationen. Sturgen, Ulm und Bevera, Meckenbeuren, Dollesbach, Holla. Wenn du nach Hause kommst, nach Nürtingen, steht deine Lieblingsspeise für dich auf dem Tisch? Nein, das ist, ich esse alles. Das ist so, war bei uns schon immer so. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ja? Also sie würde mir das natürlich kochen, aber es ist mir zu anstrengend, weil da müsste ich mir was überlegen. Und ich esse dann eigentlich am liebsten ein Wurstbrot aus der Hand. Ja? Und zieh dir was Warmes an? Zieh die Schuhe aus. Ja. Ich bring dir ein paar Hausschuhe. Nee, brauche ich nicht. Wir haben welche vom Papa. Ja, ist gut, dann zieh sie halt an und zieh dir einen Pulli an, wenn du rausgehst. Das ist, hat mich eine Zeit lang sehr genervt. Wenn man selber Kinder hat, weiß man, es gibt nur 5 Sätze als Eltern. Mehr Vokabular gibt es im Grunde nicht. Und ich höre mich jetzt die ganzen Sachen auch schon sagen. So, jetzt findet er seine Leitung. Du, lieber Karl, das ist meine Mutter, Mama und das Schmidt, ist mein Vater. Grüß dich, Gott. Herzlich, kommen Sie bitte zu mir. Servus, Papa Schmidt. Servus. Du, der ist aber eingegangen, ha? Habt ihr zu heiß gebadet? Der ist ja so klein zu dir. Sag mal, so, drehen wir uns so rüber. Ich weiß es von meiner Mutter, sie war unheimlich stolz, weil der Bub was geworden ist im Fernsehen. Wie ist es denn, wenn man einen Menschen jeden Tag im Kastel sieht oder fast jeden Tag?
Ungespritzt aus Spanien. Was ist das für ein Gefühl, wenn man den Buben sieht? Also ehrlich gesagt, manchmal, da könnte ich in die Luft gehen, wenn ich höre, was er bringt. Mit dem hast du nicht gerechnet, gell? Was ist es denn? Was ist es denn, wenn das ein bisschen scharf wird oder wenn ein bisschen futzrig wird oder was? Also von zu Hause aus hat er das nicht gelernt. Das stimmt. Das stimmt. War das jetzt okay, Ladi, oder sind noch ein bisschen mehr? Wo hat er den Zug her? Tut mir leid, weiß ich nicht. Ja. Was sagt der Papa? Ja, ich muss sagen, also er war ein ganz richtiger, braver Bursch gewesen. Also die richtige Betonung, er war. Ja, er war. Und ich bin heute noch stolz darauf, ich will mich nicht rühmen, aber ich habe ihn nie einmal körperlich gezüchtigt oder jawohl. So. Gell? Ja. Das muss ich sagen, wenn ich heute... dafür ich umso mehr. Wie hast du deine Frau kennengelernt? Beim WDR. Ich war Moderator und sie war sozusagen, wie das heißt, studentische Aushilfskraft. Musstest du sie irgendwie beeindrucken? Ich glaube nicht. Also es war was anderes. Nein, es war so eine Phase, wo ich sagen würde, das war eine Phase, in der ich eigentlich komplett größenwahnsinnig war. Ja? Das hat sich ja, auch wenn es nach außen nicht so wirkt, doch gebessert. Ja. Und ich habe sie einfach angesprochen und das war sofort eindeutig. Ja. Ist das ein Leben mit dir privat, ist das unterhaltsam? Nicht, glaube ich, nicht in dem Maße, wie man sich es vorstellt. Genau. Also wahrscheinlich würden die Leute eher sagen, oh, jetzt haben wir gedacht, du bist so gut drauf und es ist ja langweilig und zieh dich auch mal an am Wochenende. Der Bauer backt der Riesenzora, er backt das Bäckle beide Ohren, schmeißt den Wasser, schmeißt er Korn, am Kondukt der alle Ranzen noch. Ihr jüngstes Kind, dein Sohn, da waren Sie bei der Geburt dabei und Sie haben ihn abgenabelt, Sie haben die Nabelschnur durchtrennt. Können Sie Ihre Empfindungen beschreiben? Das war eigentlich großer Stolz und große Erleichterung, dass alles gut verlaufen ist. Weil ich wollte eigentlich nicht dabei sein bei dieser Geburt, weil man wird heutzutage als Vater sozusagen schon fast zwangsverpflichtet, bei der Geburt dabei zu sein. Und was mich gestört hat, war diese abgegriffenen Formulierungen von anderen Vätern, es war der größte Augenblick in meinem Leben und so weiter. Ich stand dauernd im Kreissaal dabei und habe sozusagen diese Sätze in mir gehört und habe gesagt, bist du jetzt verpflichtet, das auch den größten Augenblick in deinem Leben zu finden? Und ich war sehr stolz und ich war sehr erleichtert, aber... ich glaube, ich muss es ehrlicherweise sagen, ja, der Augenblick, als ich 2 Stunden alleine auf der Bühne des Burgtheaters stand und gelesen habe, reicht da heran. An meine subjektive Empfindung. Ich glaube, meine Kinder werden mir das, jetzt sind sie noch zu klein, aber sie werden später sagen, so war der Alte eben. Aber inzwischen stärker geworden als der Mensch Harald Schmidt. Sie wird wieder weniger. Die Kunstfigur wird wieder weniger. Ja.
Das ist, ich war gerade kürzlich bei einem Konzert von Eric Clapton und da fiel mir das auf. Eric Clapton mit der erstklassigen Band steht nur noch auf der Bühne und spielt. Ja? Junge Bands liefern noch den Gestus und die Darstellungsmechanismen von Rockmusikern. Ja? Man wirft auch noch mal eine Gitarre wieder in den Lautsprecher. Wenn sie einen gewissen Level erreicht haben, brauchen sie das wieder nicht und können sozusagen wieder normal werden. Sie haben mal gesagt, ich will es so weit bringen, dass nur weil ich da bin, ja, das Publikum vor Begeisterung rast. Ja. Freude ist männlich verlangt, es starket die Glieder und würzet das Mann, wenn Wälder und Felsen uns alle umfangen, den Freier und Freude der Freude und Tag. Ja, Sie wollten das ja nun immer schon machen, Unterhaltung. Also das war irgendwie sozusagen der Traum, wenn ich das richtig verstanden habe, schon des kleinen Jungen, des kleinen, stillen, nicht netten Jungen. Kränklichen Kindes. War sehr viel krank als Kind, ja. Aha. Jetzt müsste ich natürlich Psychologin sein, um zu überlegen, was hat das damit zu tun, dass der Junge unbedingt berühmt werden wollte? Ja, ein sich zurückgesetzt fühlen, obwohl das habe ich mich nicht. Wir hatten bei uns jemanden in der Schulklasse, der hatte, also er wollte nicht Fußball mitspielen, ja, war aber der Schiedsrichter, ja, mit einer theatralischen Hingabe. Und zwischendurch hielt er einfach Predigten. Ja. Irgendwie, als wenn ich an den denke, denke ich ein bisschen an dich. Nee, bei mir, ich war kein Schiedsrichter, ich war Auswechselspieler. Und du kannst feststellen, was bedeutet, wenn du in der Schulmannschaft Auswechselspieler bist. Ja. Aber ist erniedrigend. Absolut, das ist das richtige Wort. Guten Tag. Du als gebürtiger Nürtinger, wenn du heimkommst, halten die Leute Paraden ab? Ja, ich bin ja gebürtiger Neu-Ulmer. Ich bin nur in Nürtingen aufgewachsen. Paraden eher weniger. Man sieht mich auch, glaube ich, kritisch. Also, du warst schon früher so ein arrogantes Arschloch. Aber wahrscheinlich positiv gemeint. Na ja, guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Klassentreffen beim ZDF, wollte ich gerade sagen. Aber zum Klassentreffen gehören ja mehr als einer. Da gehören ja einige Klassenkameradinnen und Klassenkameraden und nicht nur ein armer, zerknirschter Sünder, den wir wahrscheinlich gerade beim Nachsitzen erwischt haben. Du warst mal in der ARD in der Sendung, die Klassentreffen, es waren nur zwei Leute da, oder wie war das? Ja, das war im ZDF noch mit Wim Tölke und der Redakteur hat so ein bisschen gehüstelt, als ich kam. Und dann hat er gesagt, ja, wieso, was ist los, es sind sieben Leute hier, ich hätte nicht gedacht, dass so viele kommen. Und dann hat er gesagt, ich muss Ihnen sagen, es war zum ersten Mal, seit wir die Sendung machen, dass wir das Bühnenbild verkleinern mussten, damit es einigermaßen voll aussieht. Es ist uns sehr häufig passiert, wenn wir am Telefon Ihren Namen genannt haben, haben wir nur noch gehört, klick. Was war denn Ihr Lieblingsfach? Deutsch und Musik. Und was war Ihr miesestes? Alle naturwissenschaftlichen Fächer. Ja? Ja, Mathe, Physik, Chemie. Was hatten Sie da für Zeugnisse? Fünfen und ja, viel schlechter ging es nicht, weil halt die Aufgabe A habe ich immer rausgekriegt. Ne? Aber dann, wenn es halt hieß, zeige das F größer 1, wenn X gegen 0 oder so, dann war für mich, habe ich einen Füller gleich zugemacht, weil das wusste ich nicht mal, welche Sprache das ist, in der das da steht. Zu Naturwissenschaften habe ich null Bezug. Sind Sie mal kleben geblieben, Harald? Ja, in der 12. Aha. Also ein Jahr vorm Abitur. Ne? War hart, nicht? Ich meine, das ist natürlich eine Klasse, wo man möglichst nicht kleben bleiben möchte. Nee, das war eigentlich ganz günstig. Erstmal war es für meinen Vater günstig. Mein Bruder ist im selben Jahr sitzen geblieben, war nur einmal Aufregung. Bis dahin hatten sich halt alle Schwächen angehäuft. Ne? Und ich hatte, glaube ich, 5 oder 6 Fünfen, als ich durchgefallen bin. Französisch, Physik, Mathe, überall. Und ich konnte dann in der 12. Klasse das nochmal aufarbeiten und bin dann eigentlich ganz gut durchs Abitur gekommen. Also schlimmer wäre gewesen, durchs Abitur zu fallen, weil das Abitur hatte nur noch ein halbes Jahr Schulzeit vorher, ne? Und da ist dann auch nichts mehr zu retten in einem halben Jahr.
Diese Seite, musische Bildung, Interesse für Literatur, für andere Dinge, wer hat dir das gegeben? Meine Eltern haben mir das ermöglicht, Klavier zu lernen. Mhm. Und dann ist es natürlich, wie in der damaligen Zeit üblich, Ehrgeiz im Hinblick auf den sozialen Aufstieg. Also wie die Brüder Hoeneß eben auf dem Sport, so bei mir auf der Bühne. Wie kam dann der Weg zur Kirchenmusik? Weil mein Klavierlehrer Otto Lehmann Kirchenmusikdirektor war. Und das war ganz äußerlich. Da ging ich zum Klavierunterricht hin und nach 5 Jahren fragte er mich, ob ich nicht auch Orgel spielen will. Mhm. Dann sage ich ja, aber dann sagte er in der Kirche, wenn ich üben darf nachmittags, muss ich dafür im Gottesdienst spielen. Zack, war ich Hilfsorganist. Jetzt müsstest du aufhören, weil es geklingelt hätte. Du müsstest jetzt aufhören, es hat geklingelt. Una sonnée à la porte. Aber es hat nicht geklingelt, es war der Triller. Musik machen können sexy? Bei mir hat es insofern nicht gewirkt, weil ich es ja nicht richtig konnte. Beziehungsweise kamen immer 4, die es besser konnten. Ich glaube schon. Also, du hast auch so Seniorentanz-Tees auch gespielt. Da haben wir Frauen mit Frauen getanzt, generationenbedingt. Die Männer blieben im Krieg und ich spielte den Schneewalzer und da hieß es, Schmidt, spiel mal leiser! Das waren ja diese Heimatvertriebenen, die wir damals integriert haben. Und also diejenigen, die richtig gut spielen konnten, die haben schon sehr abgeräumt bei den Frauen. Aber gut, hey, sie steigern sich. Ja, so schwer ist auch nicht. Wiederholen, ja? Ja, okay. Wann waren Sie denn das erste Mal verliebt? Da war ich so vielleicht 15. Ja. Und sie auch, und das war die Klassenbeste. Oh, weia. Und zwar absolut in allen Fächern. Ne? Und war das Verliebtheit auf Gegenseitigkeit? Leider nicht. Leider nicht. doch, zum Teil schon, aber ja. Ich wollte dann doch mal mit den Händen unter einen Acrylpulli, die damals in Mode waren, und das gab es nicht. Ne? Mhm. Und dann ging diese Partnerschaft in die Brüche, noch bevor es überhaupt angefangen hat. Ja. Weil noch mehrere Kinder auf uns warten. Wie heißt du denn? Christine. Christine? Ja. Ja? Du hast gehört? Ich geh mit dir hin. Nein, magst du nicht kurz sagen? Nein. Gut. Ja, wie heißt du denn? Sagst du? Das ist der Christian. Das ist der Christian. Ja? Jetzt darfst du dir nehmen. Ja? Dankeschön. Und das ist auch nochmal für die Christina. Sagst du auch danke? Danke. Das gibst du Nikolaus, ja? Mhm. So, vielen Dank. Gibt der Nikolaus auch ein Paket, ne, Christina? Okay. Und im nächsten Jahr, da sehen wir uns ja dann wieder. Jetzt müssen wir weiter zu den anderen Kindern, die da noch in Nürtingen auf uns warten. Ja? Sagst du mal jetzt Paket zu Nikolaus? Der muss auf Wiedersehen. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine
Demann darf ich Sie ja mein Teuerster nennen. Ne? Ich hoffe, das bleibt so. Was hat Sie dahin gebracht? Ehrgeiz, Disziplin, gnadenlose Begabung? Was würden Sie sagen? Gnadenlose Begabung mit Sicherheit nicht. Aber das, das ist schön, wenn es einer hat, aber das reicht mit Sicherheit nicht. Ich glaube, dass Disziplin und Beharrlichkeit ja, weit wichtiger sind als gnadenlose Begabung. Weil begabt sind viele, aber sie halten es nicht durch. Sie lassen sich von Misserfolgen abhalten. Ich bin aus Nürtingen einfach losgezogen, mit der Deutschen Bundesbahn nach Stuttgart gefahren, an die Schauspielschule, Aufnahmeprüfung. Da waren 130 Bewerber, da saßen 6 Schauspieler unten vom Staatstheater. Und ich ging rein mit der Überzeugung, dass man sagt, warum kommen Sie erst jetzt? Wir warten seit Jahrzehnten auf Sie. Das ist der Mond über Soho. Das ist der verdammte Meint ihr dieselbe Stelle? Nochmal an dieser Stelle. Spielt mal diesen S-Dur-Akkord, sodass ich es höre, sonst kriege ich den Ton nicht. Das ist der Mond über Soho. Das ist der verdammte Fühlst du mein Herzschlagen Text? Das ist das, wenn du wohin gehst, geh auch ich wohin, Johnny. Wenn die Liebe vergeht und der Mond noch wächst. Dann sind Sie nach Augsburg gegangen, haben da Engagement gehabt, ich glaube für 3 Jahre sogar. Ja. Was haben Sie da gespielt? Ich hatte einen sogenannten Anfängervertrag, also ich habe 15 Premieren pro Jahr gehabt. Ich habe angefangen mit einer der großen Rollen der Weltliteratur. Das war in Nathan der Weise der erste Mameluk. Da wird also in fast allen Inszenierungen gestrichen. Ja, und der hat zu sagen zum Tempelherrn die Rolle, für die ich mich eigentlich vorgesehen hatte, nur hier herein. Machen Sie Spaß, Ting-Tong, machen Sie Spaß. Gerade als ob man Ihnen eine extra was gebraten hätte. Das ist der Mond über Soho. Das ist der verdammte, fühlst du mein Herz schlagen Text? Das ist das, wenn du wohin gehst, geh auch ich wohin, Johnny. Wenn die Liebe anhebt und der Mond noch wächst. Dafür können die Brechterben nichts berechnen, man hat nichts erkannt. Doch, aber! Das war wirklich. Ich bin da ohne die falsche Tonart abgerutscht. Ja, als Schauspieler, also in Augsburg, Nathan der Weise und King Lear. King Lear, der in Augsburg bei der Premiere 4 Stunden dauerte, dann 4,5, weil der Hauptdarsteller sich die Striche wieder aufgemacht hat. Ja, in den Monologen, das war nicht so abendfüllend. Also da war ich auch eigentlich nicht sehr glücklich. Und also nicht ausgefüllt? Ja, frustriert. Auf dem besten Weg eigentlich zum Kantinenschauspieler, der dann halt in der Kantine den Intendanten nachgemacht hat und so. Und der Tag, an dem ich da Kai Lorenz ans Komödchen geholt hat, den habe ich schon im Kalender rot angestrichen. Auch in Kais Kalender. Leise flehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In den stillen Hain hernieder, Liebchen, komm zu mir. In das Mondes Licht, in des Mondes Licht, des Verräters feindlich lauschen, fürchte Holder nicht, fürchte Holder nicht. Thank you.
Wie geht's Ihnen heute so? Sehr gut. Sind Sie schmerzfrei? Ja, schon seit längerem. Das ist, ich bin ja sehr hypochondrisch, aber seit ich so viel zu tun habe, habe ich keine Zeit mehr zum Arzt zu gehen. Da geht mir besser. Also durch das Fernsehen können Sie Ihre Schmerzen vergessen? Ja, ich bin überhaupt ein großer Verdrängungskünstler. Also das fällt mir leicht. Wieso? Ja, man ist ja nicht immer so drauf, ne? Also ich habe ja, meine Kabaretttournee geht jetzt wieder los und so. Man hat nicht jeden Abend Lust oder man hat ja auch mal das ein oder andere Problemchen. Und ich kann das aber neutralisieren. Ab 19.30 Uhr liebe ich die Menschheit und bin fröhlich. Rühren mit den Silbertönen jedes weiche Herz. Wenn das weiche Herz. Lass dir auch die Brust bewegen. Liebchen, höre mich. Psychofrust. Deshalb, Kindchen, still, still, still. Tu, was deine Mami will. Mami, Mami, jede Kuh kann es besser doch als du. Wenn der Hitler gelogen hätte, ja, und gar kein Nazi gewesen wäre, da wäre das gesamte deutsche Volk einem Betrüger aufgesessen. Ja. Liebe Leute, Hitler kein Nazi. Wo gibt's denn so etwas? Ja. Schon gerade so, wie wenn heute jemand sagt, der Papst ist evangelisch. Nun müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu politisch werden. Es geht doch heute Abend nicht um den Papst oder die Juden. Nein, es geht um Hitler und die Nazis. Entschuldigung, aber ich muss da noch einmal drauf zurückkommen dürfen. Sehen Sie, Millionen Deutsche haben doch im Dritten Reich nicht gewusst, was passiert ist. Also warum soll es denn dann ausgerechnet der Hitler gewusst haben? Ich sah viel kranke Bäume am Rand der Autobahnen. Die hatten keine Blätter mehr. Ach so, es waren ja Tannen. Nach dieser Strophe, da hatte ich den Eindruck, du brauchst mal dringend Urlaub. Spann doch mal ein paar Tage aus, fahr doch mal nach Frankreich. Lore, bitte, was machst denn du jetzt hier? Hitchcock hat das auch immer gemacht. Was war entscheidend für den medialen Durchbruch? Dass ich nicht aufgegeben habe. Ich habe vor drei Leuten in Kellertheatern gespielt. Ich habe dann Plakate von mir an irgendwelche Kabaretts geschickt. Die lagen, als ich ein halbes Jahr später nachgefragt habe, von Feuchtigkeit vermodert unterm Schreibtisch. Und ans Komödien wurde ich engagiert mit den Worten: Jung, du bist nicht besonders begabt, aber die beiden anderen können sich nicht ausstehen, da brauche ich einen Puffer.
Ja. Also, das, also auch Glück irgendwie. Ja, Glück, und man darf auch nicht so zimperlich sein und man muss auch eine Chance erkennen, wenn es sich bietet, und dann muss man auch zugreifen. Vielen Dank und herzlich willkommen bei Matz ab, einem neuen Quiz rund ums Thema Fernsehen. Was eine Matz ist, das wissen Sie vielleicht. Das ist die Abkürzung für Magnetaufzeichnung. Und ich muss sagen, ich neige nicht zu Übertreibungen, aber meine Gäste heute, Kategorie Stars der internationalen Spitzenklasse. Wir haben das Mikrofon hier, denn das Mikrofon war hier nicht mehr unterzubringen. Nehmen Sie das? Na natürlich, du wirst mich ja hören. Schön halten, nicht, dass das Mikro hängt. Darf ich mit einem Kompliment anfangen? Ja, bitte schon, immer gerne. Wie schafft man es so spät, kurz nach 23:30 Uhr abends, so fantastisch aus, diese Haare? Na, ich habe einen wunderbaren Friseur, der sitzt da irgendwo, Mr. Frank, der kommt von Dortmund. Von Dortmund? Dortmund? Frank aus Dortmund. Hallo, Frank aus Dortmund. Der Friseur von Sascha Gabor. Hallo. Ja, ja, ja. Ein Riesenapplaus für Frank. Danke, Frank. Stoßstange auch kommt? Das kann schon mal vorkommen. Ja. Hören Sie mal, zwei Kollegen sind schon da. Ach, geblasen haben Sie auch schon? Dann ist ja höchste Zeit. Bleiben Sie dran. Wir kommen. Ta-tü-ta-ta. Es gibt ja diesen Brief, diesen Film, Die flambierte Frau. Hat er sich meinen flambierten Mann? Stehe ich nicht so sehr drauf. Du hast Jürg von der Lippe mit Cognac übergossen und eingesteckt. Ich bedanke mich. Ich bin auch der erste und einzige von allen Gästen, der deinen kleinen Freund gesehen hat, zweimal begrüßt hat. Ist die Hose hat. Offen? Ach so. Nein. Entschuldige. Ja, entschuldige. Entschuldige doch mal. Was ist Ihr Motiv, Fernsehen zu machen? Sie sind ziemlich fleißig. Man nannte Sie mal sogar das fleißige Lieschen der ARD, weil Sie verschiedene Sendungen nebeneinander gemacht haben. Ja, das kenne ich. Ich habe einige Namen über dich gehört, aber nicht fleißiges Lieschen. Ne? Nein. Ich habe mal wirklich angefangen mit Fernsehen, um bekannt zu werden, damit mehr Leute zu mir ins Kabarett kommen. Das war der Grund, warum ich angefangen habe. Dann lief das eigentlich ganz gut. Und mittlerweile ist es so, dass ich, also es macht mir Spaß. Das ist vielleicht, das klingt pauschal, ist es auch. Das klingt vielleicht platt, auch das ist richtig. Aber es macht mir Spaß. Und Schattenseiten? Das würde ich, so unamerikanisch darf man gar nicht sein. Ja, das ist das Letzte, das finde ich, das sind unamerikanische Umtriebe. Leute, die viel Geld mit der Öffentlichkeit, mit dem Fernsehen verdienen, die jammern. Das ist eine Unfairness dem Publikum gegenüber. Das würde ich nie öffentlich machen. Es gibt Schattenzeiten, aber die gehören mit dazu. Gottschalk hat mal diesen wirklich sehr, sehr guten Satz gesagt, die Tatsache, dass über meinem Haus in Malibu der Hubschrauber kreist, ja, die muss ja Thoma mitbezahlen. Geld? Ist Geld ein Motiv? Ja, Geld, natürlich, aber also nicht in dem Maß, dass das ist nicht das Ausschlaggebende. Sie hatten noch ein großes Angebot, das ging durch alle Zeitungen von Sat.1 mit ziemlich großen Geldbeträgen. Diese Millionenbeträge sind zwar immer die Produktionskosten, aber da bleibt ja trotzdem was hängen. Von 30 Millionen bleibt relativ viel übrig. Ja. Bleibt schon. Ja. Sie hätten ja auch davon profitiert. Nein. Nein. Also sei fair. Er wäre mitgegangen. Das stimmt. Ich hätte ihn natürlich mitgenommen. Du hast mir die Zahlen genannt. Ja, aber die waren gelogen. Nein, aber, nein, das ist schon, er hat natürlich auch profitiert. Aber er braucht es nicht mehr, weil er ist reich, alt und zufrieden. Und das ist... Ist das nun definitiv, dass Sie nicht gehen? Ja. Zu Sat.1? Ja. Sie bleiben? Ja. Ach, wie schön, freue ich mich doch. Vielen Dank. Guten Abend.
kann auf eigene Erfahrung zurückblicken. Also als ich zum ersten Mal Harald Schmidt im Fernsehen sah, fiel mir auf, dass er etwas machte, was ich aus dem Fernsehen nicht kannte. Und das war ein komplett anderer Umgang mit dem Medium Fernsehen. Und zwar vor allen Dingen in der Hinsicht, dass das, was das Fernsehen selber feierlich fand und was es selber für sich entschieden hatte an Gattungsnormen, das wurde von Schmidt irgendwie konterkariert. Der überzog, der verhöhnte das Publikum. Wenn eine Panne passierte, hatte man das Gefühl, der freut sich. Also der drehte irgendwie mit dem Rücken zum Fernsehen. Und das wurde unterhaltsam gefunden. Sogar in Verstehen Sie Spaß. Ja, naja, ich habe da auch Glück gehabt. Also bei Verstehen Sie Spaß ging es ja eigentlich schief. Da gab es mal früher diese Imbissbude vor dem Forum hier. Gibt's sie noch? Ist sie noch da? Aber die, hat denn der jetzt noch auf? Der ist noch offen, ne? Ja. Wäre das sehr schlimm für Sie, wenn ich da schnell rausgehe, mir was holen? Jetzt würde ich sagen, mache ich mal für Sie ein Adagio. Das ist ein 96 Schläge pro Minute. Kennen Sie aus Ihrer Ehe? Ja? Hey, Vorsicht, das Kabel! Das Kabel! Ihr wickelt das Kabel um die Säule. Oh, es regnet! Ach, du lieber Gott! Ach, jetzt regnet es auch noch. Zum Glück ist mein Hubschrauber da. Ja, wir sind da reingefahren, sind ausgestiegen, an den Parkautomaten gegangen, haben den Bon gezogen, da hat uns der junge Mann nach dem Holiday Inn gebracht. Dann sind wir direkt dahin gegangen. Sie können es am Schein sehen. Also das muss ich sagen, ist eine Unverschämtheit. Ich muss sagen, ich fand nach wie vor, Verstehen Sie Spaß, prima. Es ist das so dein Fall, hinter der Hecke herkommen und zu sagen, ich war's? Für ein Spielfilmchen? Nee. Das muss ich sagen, ich habe dieses Film unglaublich gehasst. Ja? Auch die Drehweise. Die ja eigentlich der Kern der Sendung sein sollen. Ja, ja. Absolut. Also, man muss sich das ja so vorstellen. Ich habe ja die Filme alle mitgedreht. Ich saß dann von 8 Uhr morgens bis 5 Uhr abends in einem VW-Bus und guckte auf Leute, die nicht kapiert haben, dass sie gefilmt werden. Sind Sie belästigt worden? Ja. Wovon? Hier von den Hilfskräften. Dampf. Wir sind hier reingefahren, ja. Sind ausgestiegen, sind zum Parkscheinautomaten, sind zurückgegangen. Ja. Und haben gleich von der jungen Dame ein Knöllchen gekriegt. Das ist eine Dreistigkeit. Nicht nur, dass sie nicht gemerkt haben, sondern auch, wenn man es ihnen gesagt hat, haben sie nicht kapiert. Und da hat bei mir dann so eine Entwicklung eingesetzt, wo ich gesagt habe, wirklich, wir brauchen eine größere Fallhöhe, was die Opfer angeht. Ja? Es muss wirklich an den Bundeskanzler ran und den Bundespräsidenten und Sepp Blatter und so weiter. Es hat was Abstoßendes, irgendwie eine gestresste Hausfrau in der Fußgängerzone in Bochum mit zwei Plastiktüten die Fußmatte hochfliegen zu lassen. Also es hat mich ein bisschen angewidert. Wie soll jetzt der Schein angeflogen kommen? Entweder wird angeflogen oder Sie müssen ihn schon haben, wenn Sie in die Köhe reinfahren. Kennen Sie eigentlich selber, verstehen Sie Spaß? Ja. Das Wetter heute Abend, leider ein bisschen schwierig mit der Sicht. Flugzeit ungefähr 20 Sekunden. Wir sind ganz vorne auf der Start- und Landeliste. Jetzt geht's los. Gut, stopp mal bitte. Jetzt läuft dieses Metronom. Was glauben Sie, was eine Sendeminute am Samstagabend kostet? So. Hallo, guten Abend. Ich hätte gern bitte einmal Pommes rot-weiß, ja? Ja. Ich war da aber durch die Hybris so geschützt. Ich habe natürlich die, es ging wirklich der Unterhaltungschef des Süddeutschen Rundfunks kreidebleich von der Bühne, als er das gesehen hat. Ich habe aber gedacht, es wäre eine Form von Bewunderung, wirklich. Ja? Ich habe das einfach für so sensationell und so revolutionär gehalten, dass ich irgendwie dachte, viele haben auch Picasso für Geschmiere gehalten und da muss man eben durch. Ja? Das war natürlich eine schlimme Selbstüberschätzung. Heute weiß ich, es stimmt. Wie ein Geschenk zu sehen. Doch ich geh weg, die Leute sehen mich nicht. Und seither blieb die Zeit für mich stehen. Du bist seit Wochen Gegenstand erhöhter Medien- und Publikumsaufmerksamkeit. Wie fühlst du dich dabei? Gut, weil
Es ist ja ein Arbeitgeberwechsel, den ich vollziehe. Aus dem Kapitol in Köln. Die Harald Schmidt Show. Wie man ihn aus der Bundesliga oder auch von normalen Berufen kennt. Und der musste eben lange Zeit ein bisschen geheim gehalten werden, damit es mit einer schönen Wirkung dann an die Öffentlichkeit geht. Und da kommt es natürlich vor, dass der eine oder andere sich ein bisschen auf den Schlips getreten fühlt. Aber jetzt sind alle glücklich und... alle sind nicht glücklich. Die ARD ist bestimmt nicht glücklich. Herzlich willkommen zur Harald Schmidt Show. Meine Damen und Herren, mein Name ist... Harald Schmidt, ich bin der Gastgeber. Das war ja auch eine sehr erfolgreiche Zeit, 7 Jahre lang ja. Für mich bei der ARD. Ne? Und jetzt ist eben so ein Punkt, wo ich sage, mit einer täglichen Sendung ist nochmal eine neue Herausforderung. Herausforderung ist ja tief gestapelt. Ich meine, das ist ja ein Berg, der da auf dich zukommt mit einer riesen Erwartungshaltung. Gestern bin ich spazieren gegangen, vorgestern mit meinem Sohn spazieren, der hält ein roter BMW. Und wer steigt aus? Bettina Böttiger. Bettina Böttinger, jawohl, steigt aus, die ja demnächst jetzt groß in der ARD rauskommen wird. Und sie hat zu mir gesagt, wir müssen mit der Show härter werden. Also auf jeden Fall zahlen die was und dafür erwarten die sicherlich Ungeheuerliches. Und das Publikum erwartet jetzt natürlich auch, was wird er jetzt machen, wenn er wechselt. Und wenn er so viel Geld dafür kriegt, muss er ja was ganz Tolles leisten. Haut einen das ein bisschen um, dieser Erwartungsdruck? Nein, weil ich meine, mein neuer Arbeitgeber ist natürlich relativ streng. Und die wollen schon Erfolg sehen und die wollen ja auch Geld verdienen. Das ist ja ein kommerzieller Sender, Sat.1. Und zwar sehen Sie hier eine Ausgabe der Zeitschrift Emma, eine Flasche Eierlikör, eine Klobrille und Bettina Böttinger. Frage: Was haben diese 4 Dinge gemeinsam? Die Lösung lautet: Die würde kein Mann freiwillig anfassen. Hart genug? Es wird etwas radikal Neues sein, was man weltweit und in Deutschland noch nie gesehen hat. Ich werde an einem Schreibtisch sitzen und drei prominente Gäste jeden Abend begrüßen. Und dazwischendurch wird es ein paar mehr oder weniger lustige Filmzuspiele und Sketche geben. Und ich werde zweimal, wenn ich Glück habe, pro Abend sagen, wir sehen uns gleich wieder, bleiben Sie dran, jetzt kommt kurz Werbung. Das ist neu für mich. Also im Dezember war es so, dass Sie in dieser Sendung gesagt haben, an dieser Stelle, eine Kloschüssel und Bettina Böttinger. Was haben die gemeinsam? Sowas fasst kein Mann freiwillig an. Ja, Moment. Ja? Moment, Moment. Darf ich da reagieren? Nein. Gut. Dann kann man fragen, was steht eigentlich dahinter? Und als Sie dann weitermachten und so 1-2 Wochen später auf irgendeine Frau dem Publikum zeichnen und die vorführt und sagt, das ist die Frau, die Bettina Böttinger irgendwann heiraten wird, genau genommen im nächsten Jahr. Da war ja spätestens allen klar, hey, der Schmidt hat wirklich was gegen die oder was will der eigentlich? Und soll ich Ihnen mal ganz ehrlich was sagen? Ja. Mich hat das sehr verletzt. Gibt es eigentlich Menschen, bei denen Sie sich entschuldigen möchten? Nein. Ich finde, es war alles zu seiner Zeit in Ordnung. Wir sind teilweise, also wenn man sagt, es geht vom Aquarell bis zum Holzschnitt, ja, sehr mit dem Holz haben wir losgegangen. Aber auch das war in den 2-3 Fällen vertretbar und es haben ja auch alle überlebt. Sie haben ziemlich viel Dreck geworfen auf Böttinger. Nein. Wenn sie nicht da war, dann sage ich Ihnen jetzt gebe ich Ihnen 5 Minuten, denn Sie diffamieren gerne nicht anwesend. Tschüss. Dankeschön, Bettina Böttinger. Okay. Was war denn der folgenschwerste Gerücht, das du in die Welt gesetzt hast? Das folgenschwerste? Ja. Naja, den meisten Wirbel hat es schon über dieses kleine Scherzchen mit Bettina Böttinger gegeben. Ja. Aber sonst eigentlich haben sich die Leute, glaube ich, mittlerweile daran gewöhnt. Und redet ihr noch miteinander? Ja, wir haben uns ja, sie war dann bei mir in der Sendung und ist zwar wütend gegangen nach ein paar Minuten, aber dann habe ich sie ja auf einer Preisverleihung nochmal getroffen, die sie moderiert hat und so. Also das ist ja, für mich ist das längst... Hast du einen Preis bekommen? Ja. Von ihr überreicht? Ja. Ja. Wer hat denn die Idee gehabt? Das war Deutschlands führende Journalisten. Heiligabend ist dieses Jahr am 24. Dezember. Und 2 Tage, nachdem es dann bei uns die Geschenke gegeben hat, in Polen Bescherung. Meine Damen und Herren. Das wollen wir nicht vergessen zum Jahresschluss.
oder? Herr Nutzer, das war eigentlich ein netter Kerl, nicht? Eigentlich ja, das ist eine Frage, das ist eine Moralfrage, nach Moral, ja. Wo also sind wir Menschen und wo spielen wir nur eine Rolle und ja, wo spüren wir was drin? Also hat er keine Moral, oder wie? Ich denke, ja. Sie glauben, ich habe keine Moral? Mhm. Ich mag den Golf. Weil er so leicht zu knacken ist. Hinter jedem Witz steht ein Mensch. Und besonders in diesem Fall steht ganze Volk. Ja, aber ich glaube, man kann hier nicht sagen, die Polen. Weil ich hatte kürzlich ein Interview mit dem polnischen Fernsehen. Und da sagt der Journalist zu mir, Herr Schmidt, ich sage Ihnen ehrlich, die Intellektuellen bei uns lachen sich kaputt. Aber ich brauche nicht sagen, der Großteil des Volkes bei Ihnen wie bei uns. Harry. Oh. Harry. Du bist so wunderbar. Und dein graumeliertes Haar, Harry. Du gleich wirst du noch gemein, oder? Ich kenne dich doch. Baby. Ja. Yeah. Und man darf auch in die Hocke gehen, genau. Schön mal drunter. Mein lieblingswichtigster Satz war, das mag jetzt zynisch klingen, aber. Häufig im Zusammenhang mit, das mag jetzt zynisch klingen, aber wie hat denn der DAX reagiert? Ja. Und da muss ich mal sagen, liebe Profis von NTV, der Satz passt eigentlich immer, jeden Tag. Verstehen Sie? Das mag zynisch klingen, aber wie hat denn der DAX reagiert? Wie soll er schon reagieren? Runter und wieder hoch. Ja? Und der zweite Satz war, wir dürfen uns nicht vor der Gewalt beugen. Allerdings in merkwürdigen Zusammenhängen auch zu hören. Rückkehr zur Normalität. Was heißt, was ist Normalität? Ist das wieder besoffen Auto fahren, die Frau schlagen? Ja, was ist normal? Ich warte drauf, wo der erste besoffen aus dem Auto gezogen wird und sagt, ich wollte mich nicht der Gewalt beugen. Tu connais? C'est un poème très, très fameux en France. Tu as pas quitté Paquita, c'est Paquita qui t'a quitté. Répétez, s'il vous plaît. Timmerman! Ja? Timmerman! Ja, was denn? Timmerman! Ja, was denn? Timmerman! Ja, was ist denn? Timmerman! Du machst. Bei SWR 3. Ich gehe nie zu Sat 1. Ja, das hat ja auch für den Moment gestimmt. Ne? Aber wir alle sind im Wandel. Ich habe mich auch wirklich nie, muss man ehrlich sagen, nach dem Privaten gedrängt. Es war Fred Kogel, der mir das mit ungeheurem Enthusiasmus in einem Hotel in Zürich vorgeschlagen hat, wie bombastisch das alles wird. Und ich soll da unbedingt eine tägliche Sendung machen, weil ich war ja 7 Jahre bei der ARD und habe mich sehr wohl gefühlt. Wenn die ARD mir das angeboten hätte, wäre ich auch wirklich da geblieben. Ich meine, das große Verlockende war halt für mich wirklich dieses Format machen zu können. Und wenn man, das hat Kogel eben bei Sat.1 durchgesetzt und Sat.1 hat er auch die Nerven behalten, als wir da am Anfang unter Beschuss standen. Und jetzt fühle ich mich da eigentlich sehr, sehr wohl. 3, 2, 1. Deine berufliche Zukunft, die ist ein bisschen ungewiss. Sat.1-Situation, es gibt wieder unterschiedliche Meldungen, Kirchpleite. Wie sicher bist du beim Kuschelsender? Oder gibt es sowas wie bei dir, so eine Horrorvision vor der großen Leere? Das hat ja nichts miteinander zu tun, ja. Wann soll diese große Leere eintreten? Ausländische Eigentümer hat mich gezwungen, mich 4 Stunden lang zum Deppen zu machen. Wenn du nicht mehr da bist. Bei Sat.1? Ja. Na, Sat.1 und ich, das ist now and forever. Das ist weiter als Cats. Ja? Ich kann mich
mich selbst und die Sendung nicht mehr woanders vorstellen als bei Sat 1. Definitiv. Definitiv. Ja. Das, ich wüsste nicht wo. Bonsoir, Madame. Hast du Manuel gesehen? Habt ihr den Manuel gesehen? Eine kreative Pause. Was machen Sie denn, sagen Sie mal? Kreative Wo? Pause. Ich mache eine kreative Pause, ja. Was ist das denn, Bettina? Sie wollen wissen, was ich da mache? Ja. Dazu später mehr. So leicht kommen Sie mir nicht raus. Nee. Sag mal, was macht ihr denn hier? Es läuft hier schon ganz gut, aber auch nicht. Die Sendezeit ist zu Ende. So, wie die Politiker. Jetzt mal, was ist das für ein Tisch? Was macht ihr denn hier? Abends ist ja immer heute schon Abend. Ja. Tagesthemen Harald Schmidt. Ja. So, was mache ich jetzt um 23.15 Uhr? Gerne Millionen gucken. Andere. Gute Idee. Alles gelöst, kein Problem mehr. Gerne gucken. Hier ist das erste deutsche Fernsehen. Harald Schmidt. Du hast das vorhin gesagt, dass du da bei Sat 1 so K.O. warst, so ausgebrannt, so ein Burnout hattest. Also wie hat sich das geäußert? Körperlich irgendwie? Hast du körperliche Schmerzen gehabt? Warst du einfach nur leer oder wie war ja, das? es war mehr so das Gefühl, also es ist mir vollkommen wurscht, ob Eichel das sagt oder Dieter Bohlen dorthin fährt oder... In der vergangenen Woche war keine Sendung. Das hatte damit zu tun, ich hatte noch 52 Wochen alten Urlaub. Und der musste natürlich gefeiert werden und abgefeiert. Der wär ja sonst verfallen. Das wäre ja schade gewesen. Ja? Dies oder jenes. Ich hatte das Gefühl, wir hatten alle schon 50.000 Mal gemacht. Was wahrscheinlich auch richtig ist. Mhm. Ja? Aber das gehört natürlich bei so einer Show mit dazu, dass man sich da neutralisieren kann. Und das war einfach... Ich hatte keinen Spaß mehr. Ist das Gefühl völlig weg jetzt? Ja. Therapiert sozusagen. Wegtherapiert durch diese Weltreise. Ja. Es war ja kein Urlaub. Sie haben wieder in der Zeitung gelesen und so weiter, Weltreise. Das klingt schon wieder so nach Neidgesellschaft. Ja? Da sagen alle, wir können uns hier mit Hartz IV rumärgern und du liegst auf Grönland unter Palmen. Es war nicht so. Ich habe ein praktisches Jahr im Ausland gemacht. Ja? Und ich habe mich dabei so erholt und ich war so glücklich, nach Deutschland zurückkommen zu dürfen. Ich bin hormonell jetzt so aufgeladen, dass ich im Grunde alle 5 Minuten eine Komplettrasur durchführen muss. Ja? So, es muss beim ersten Mal klappen. Okay. Wind ab, Schnee ab, richtig von vorn. Okay. Jetzt. Ich warne nachdrücklich vor allem junge Menschen davor, sich rechtsradikalen Parteien anzuschließen. Lassen Sie nicht hineintreiben in Fremdenhass, Gewalt, Rassismus. Das endet in der Katastrophe. Ich weiß, wovon ich rede. Ob Bagdad, Pyongyang, Teheran. Der Präsident fängt ja erst an. Wer Georgi in die Quere kommt, der wird durchaus mal weggebombt. Zieh dich mal so an, als wärst du nicht du. Ich scheue zu sagen, als wärst du ich. Nicht du ist nicht ich. Ich und du. Ich habe hier zufällig die gleiche Jacke, die du heute Abend anhast. Es gibt keine Zufälle. Ich habe hier zufällig auch die gleichen Haare, die du anhast gerade.
Schmidt angefangen hat, darüber nachzudenken oder Empfindungen zu konkretisieren davon, wollte er immer ein Selbstdarsteller werden. Und ist das, was Sie sind, ein Selbstdarsteller? Ja. Und das war es, was Sie sein wollten? Das wusste ich erst, als ich es dann jetzt sozusagen in ziemlich, oder sich annähernder Perfektion wurde. Zuerst habe ich geglaubt, ich würde Schauspieler werden. Da bin ich jetzt gekommen. Ja. Das ist für Sie nicht dasselbe. Nein. Können Sie den Unterschied nennen? Zwischen einem Schauspieler, einem bedeutenden Schauspieler, ja, und einem bedeutenden Selbstdarsteller wie Harald Schmidt ist. Ein großer Schauspieler schafft meiner Meinung nach das Verschwinden der eigenen Person hinter der Figur, aber immer bleibt die Persönlichkeit des großen Schauspielers sichtbar. Bei mir bleibt eigentlich immer nur Harald Schmidt oder die Kunstfigur Harald Schmidt sichtbar und ich schaffe es nur sehr begrenzt und vor allem sehr kabarettistisch, eine andere Figur herzustellen. Hier ist das Jahrheft der Fachzeitschrift Theater Heute. Erscheint einmal pro Jahr. Theater Heute erscheint, glaube ich, wöchentlich oder zweimonatlich. Nein, ja, wöchentlich auf keinen Fall. Nee, monatlich, oder? Monatlich, oder ich glaube monatlich. Ich habe es gesammelt ungefähr von 1977 bis 84. Mhm. Ich habe mindestens 7 Jahrgänge Theater Heute komplett. Hast du sie noch? Habe ich noch, ja. Und ja, Bruder Bollmann, nach dem, was Sie da berichten, was Bruder Wilhelm in seiner Predigt erzählt, haben wir es mit einer Kreuzung aus Drewermann und Ranke Heinemann zu tun. Von der freizügigen Lebensweise ganz abgesehen. Der Mann scheint ja offensichtlich in seiner Pfarre die Anarchie ausrufen zu wollen. Das können wir nicht zulassen, denn wenn das bei den Leuten auch noch ankommt, wie Sie sagen, sägen wir uns praktisch den Ast ab, auf dem wir selber sitzen. Theater Heute ist im Grunde sowas wie
das Fachorgan des deutschen Theaters. Was natürlich alle Theaterleute sofort bestreiten. Sagen, lass mich mit denen zufrieden. Ich lese schon lange nicht mehr. Kann ich mal gerade einmal reingucken? Na, du, ja, es besteht eine Hassliebe zwischen dem deutschen Theater und Theater heute. Theater heute bringt also ausgewählte Kritiken und stellt Schauspieler vor und Regisseure. Es ist ein Fachorgan für das Theater. Seit 2 Tagen, 8 Stunden und 20 Minuten möchte ich einen Mann sprechen, der sich weder in der Kalahari-Wüste noch in Patagonien befindet, sondern hier irgendwo um die Ecke zwischen Rhein und Ruhr, und Sie schaffen das nicht. Finden Sie das normal? Nein, aber... Carla hätte den innerhalb von 10 Minuten an der Strippe gehabt. Ja, aber... Nichts aber. Wir haben ein Frühstücksfernsehen, bei dem die Leute um 8 Uhr morgens aus lauter Langeweile gleich wieder einschlafen, wenn sie nicht gerade dabei sind, aus lauter Verzweiflung ihr Müsli auf den Bildschirm zu kotzen. Wir haben ein Mittagsmagazin, für das wir nicht mal mehr Hausmittelwerbung kriegen. Einmal pro Jahr erscheint dieses Jahrheft. Und das Sensationelle an diesem Jahrheft, Jahr für Jahr, ist, 39 Kritiker, mal mehr, mal weniger, wählen jedes Jahr das Theater des Jahres, den Schauspieler des Jahres, den Regisseur des Jahres, den Bühnenbildner des Jahres und die Aufführung des Jahres. Also die absolute Champions League Hitparade. Sind Sie Arzt? Facharzt für psychische und seelische Erkrankungen. Depressionen, Neurosen, Psychosen und Nervenleiden. Und Sie? Ich bin Anwältin. Ehe- und Familienrecht, hauptsächlich Scheidungen, wenn Sie mal Bedarf haben. Ich glaube nicht. Ich bin schon sehr lange mit meiner Frau verheiratet. Neuerdings sogar sehr glücklich. Neuerdings. Das hat sie mich betrügt und nicht sie. Und jetzt kommt die Überraschung. Nachwuchsschauspieler des Jahres. Nachwuchsschauspieler des Jahres. Nachwuchsschauspieler des Jahres. Von einer unabhängigen Kritikerjury, 39, mit 5 Stimmen auf Platz 1. Kategorie Nachwuchsschauspieler des Jahres. Ich. Sie werden jetzt sagen, es ist jetzt ein bisschen arg, Dicke. Das ist ein bisschen sehr peinlich, es ist ja unerträglich. Es ist so, selber sich in den Mittelpunkt zu stellen, das hier raus zu posaunen und so weiter. Und ich will Ihnen sagen, Sie haben recht. Ja? Aber es ist mir vollkommen wurscht. Ja? Ich habe 30 Jahre lang auf diesen Augenblick gewartet. Machen Sie ruhig ein Foto. Ja. Das ist eine Digitalkamera, man kann sich das Bild gleich ansehen. Ich weiß. Leander Hausmann hat auch so eine. Ein dermaßen kompliziertes Ding. Ich habe keine Ahnung. Da ist er ständig am Rumfummeln. Ungeheuerlich. Das ist natürlich sehr eng. Und der eigentliche Grund, warum ich überhaupt diesen Beruf gemacht habe, war, dass ich im Grunde einmal Schauspieler des Jahres werden wollte. Ja? Ich hätte es nie geschafft, wenn ich am Theater geblieben wäre. Ich musste diesen langen, steinigen, sinnlosen Umweg über das Fernsehen gehen. Ja? Aber die Kritik hat recht. Und knien Sie nieder, Bercy. Und ich überreiche Ihnen Ihre Ernennung. Ich berufe Sie zum Vorstandsmitglied. Aber doch nicht hier, Herr Vorstandsvorsitzender, auch nicht hier im Louvre. Doch, merci. Im Louvre. Hier, doppelseitiges Foto von mir, Aufführung, die Direktoren, Schauspielhaus Bochum. Ganz, ganz bitte. Tolle Inszenierung. Martin Rentsch, Felix Förtler, Kollegen. Ja. Foto von mir, es geht noch weiter. Hier, zweite Seite. Harald. Warten auf Godot, Michael Mertens, Ernst Stötzner. Hier, ich in der Mitte, mit Perücke. Theater heute, Jahreshof. Zurück! Ich habe 721 Preise gewonnen, ja? Aber ich war nie Schauspieler des Jahres. Ich habe 6.328.000 Interviews gegeben, aber ich hatte nie 8 Seiten im Jahresheft von Theater heute. Aber du bist noch nicht auf dem Titelbild. Ja, das stimmt. Ah. Ich sag mal so, nur wenige können so ein Schweigen aushalten. Also, einfach.
sie golden strahlet. Wenn dein Glanz herniederfällt und den Staub mit Schimmer das in der Wolke blinkt, in mein stilles Fenster sinkt. Sie sagen, Sie seien in Ihrer Grundhaltung konservativ. Ja. Beschreiben Sie bitte, was konservativ ist. Ein klares Wertesystem, ein Misstrauen allem Neuen gegenüber. Und die Sache, früher war das alles wesentlich besser, sage ich nur nicht, weil ich weiß, dass man dadurch so alt wirkt. Nein, ich will im Busen tragen deinen Himmel schon allein und dies Herz, wie es zusammen. Was macht ihr denn? Bitte? Wo ist Manuel? Ja, du brauchst ja, Manuel ist jeden Abend der Letzte, der rauskommt, weil dann, ich weiß auch nicht, der duscht eine Stunde oder irgendwas und dann, finde ich jetzt aber gut, dass so viele von Ihnen noch geblieben sind, weil das ist für uns schon wichtig, dass wir ein Feedback. Nennen Sie mal ein oder zwei oder drei Werte, von denen Sie sagen, an denen werde ich nicht rütteln lassen, da relativiere ich nicht. Das sind meine konservativen Grundwerte. Eine intakte Familie. Warum dann zwei Frauen für drei Kinder? Warum nicht drei Kinder von der einen Frau? Das mit der intakten Familie wurde mir erst so klar, nachdem okay. Die Situation so war. Also intakte Familie? Ist, ja. Und vielleicht könnt ihr dann uns ein Okay geben, wenn der Manuel soweit ist. Ist das? Ja. Das war deine Idee jetzt mit dem Gespräch, oder? Das war jetzt wieder deine Idee ja, mit dem Gespräch, obwohl ich jetzt noch diese Formate klar machen muss. Ich weiß, aber die Leute sind einfach, was die Leute nicht können, ist unterscheiden zwischen der Bühnenfigur, die man ist, und dass man eben privat anders ist. Eine klassische Ausbildung der Kinder, also überhaupt die möglichst optimale Ausbildung. Dazu gehört das Erlernen eines Instruments. Ja. Und im Groben auch die Orientierung an Werten, wie sie das Christentum. Das Christentum, ja. Mhm. Nicht unbedingt die katholische Kirche, sondern das Christentum vorgibt. Vielleicht mal eine Frage an den Herrn Andrak. Wann laden Sie denn für Ihren Chef mal den Herrn Kerner ein? Ja. Überraschungsgäste für den Chef einzuladen, ist eine Riesennummer für die Weiterbeschäftigung. Ja.
das ist ja zweigleisig. Das ist ja zweigleisig. Kerner war ja bei Sat 1 ganz zu Anfangszeiten zwei, drei Mal bei uns, war ein super Gast. Max! Und jetzt Harald Schmidt! Er ist auch wirklich, es sei ihm alles gegönnt, aber es gibt einfach Punkte, wo wir sagen, das geht in unserem Verständnis nicht. Ist das eine Kunstfertigkeit? Nein. Nein? Nein, nein. Aber eine Handlung? Handlung, ja. Wären Sie damit bei Stefan Raab besser aufgehoben oder bei Harald Schmidt? Weder noch. Ja, im Bericht aus Berlin oder wie? Bei Kerner. Bei Kerner. Oder? Ja, das wäre ja dann betreutes Pinkeln. Wir haben ja zum Beispiel bei Sat 1, als die Trauerfeier nach dem Massaker in Erfurt war, haben wir die Sendung ausfallen lassen. Ja. Weil wir gesagt haben, im Grunde vom Fernsehzuschauerbild her, das ist ja der Unterschied zu Kerner, der am Tag des Blutbads hinfährt und sozusagen aus dem Bottich sendet. Ja? Das ist der Unterschied. Da muss man ja auch gar nichts beschönigen. Wir sollten ja damals irgendwie die goldene Uschi oder was in Hamburg kriegen. Und da haben wir gesagt, wenn Kerner da ist, kommen wir da nicht hin. Da wurde gehüstelt, weil das in der Branche natürlich nicht in der Offenheit normalerweise gesagt wird, sondern man sagt, wir sind alle Kollegen und so weiter. Es gibt ganz klare Grenzen. Wir machen eine Unterhaltungssendung. Und wenn 13 Schüler oder wie viele das waren, erschossen werden, dann fahren wir nicht hin und fragen den 12-Jährigen, wie er sich an dem Tag fühlt. Das ist einfach, ich verstehe auch nicht, dass der Intendant des ZDF da nicht an sich runterkotzt, wenn er das abends sieht, sondern noch irgendwie bei der Katholischen Akademie Ethikvorträge hält. Das ist eben der Unterschied. Ja? Wir machen eine ganz klare Unterhaltungssendung und im Grunde, behaupte ich mal, sind unsere Opfer erst Leute ab 10.000 brutto oder sogar netto im Monat. Ich glaube nicht, dass wir jemals einen sogenannten Normalbürger und so weiter rausgekriegt haben, sondern es sind alles Leute, die es verdienen, ja, die sich...
mein Schatz, bleib. Jawohl. Tanzen ein, sehen aus, so schön. Schön sehen wir aus, wir lächeln galant. Tanzen vergnügt. Ein alter Harald Schmidt ist zwar nicht uralt, aber schon ein bisschen alt, hat genügend Mittel, hat Kinder und Enkelkinder, ist irgendwann in einem Pflegeheim. Nein. Oder wird von der Familie gepflegt? Nein, ich glaube eher, ich sehe mich eher so also tyrannisch im Dachgeschoss. Das ist, heißt, der das Alte ist heute unerträglich. Ja, das kann ich mir ich glaube nicht, vorstellen. Dass ich in ein Heim abgeschoben werde, weil dadurch dann auch zu viele Leute letzten Endes finanziell von mir abhängig sind. Ich sehe mich eigentlich nicht im Pflegeheim, sondern wenn ich so alt werde, sehe ich mich wirklich in so einer Dachbude mit einem Schild dran, bitte nicht stören. Rote Lampe. Ja, aber Ruhe eben. Auf Sendung. Genau, genau. Und eben diesen Satz, früher war es alles besser. Das könnte ich mir, sowas könnte ich mir vorstellen, ja.